Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3, der Graf von Dithmarschen. Und ich möchte diese Episode direkt anfangen mit einer großen Sache. Also ja, wir sind immer noch dabei, unser Reich erstmal unter unsere eigene Hand zu bekommen, sozusagen. Also dass wir möglichst alle Regionen selber halten und uns dann die besten für uns rauspicken und den Rest dann unseren neuen Vasallen geben. Gleichzeitig möchte ich aber auch die Kultur vermischen, wie heißt er noch gleich? Eine Mischkultur bilden, ja. Mit der nordischen Kultur, die es ja nur noch hier bei uns gibt, die wir lange Zeit in Lübeck extra aufrechterhalten haben. Denn als die nordische Kultur sich zu norwegisch, schwedisch und dänisch verwandelt hat, gab es sie nur noch bei uns in Lübeck und in Island. Und jetzt ist es soweit, dass wir endlich unsere nordisch-friesische Kultur gründen können. Das wollen wir auch tun in dieser Episode. Und was ich noch tun wollte, war dieses Hof-Event. Hier ist ein Hof-Event, damit fangen wir an. Eine Fleischwunde. Ist schon wieder jemand aus Wessex geschickt worden, der dort steht und voll und blutet. Wir können jetzt reden, aber euer Lehnsherr zahlt für meinen Teppich. Ja, das machen wir. Oder er mag mich eigentlich. Ich würde sagen, ich zahle das Geld und hoffe, das überlebt. Das hat beim letzten Mal ja schon nicht funktioniert. Aber gut, dann ist das Event jetzt schon mal fertig. Ich bin nicht in fünffacher Geschwindigkeit. Er ist gestorben. Naja. So, genau. Dann wollen wir nebenbei noch sie hier töten. Das dürfen wir nicht vergessen. Denn ich erbe all dieses Land von ihr. Und das ist auch wirklich... Ich habe ihren Bruder gehasst. Beziehungsweise ich habe meinen Bruder gehasst und ihren Vater gehasst. So wollte ich sagen. So, dann möchte ich dieses Land gerne von ihm... Ja... auch noch von ihm wegnehmen. Ich würde es lieber... Du, der jüngste Sohn, der damals nichts bekommen hat. Ja gut, er ist wahnsinnig. Aber wieso... Wieso denn eigentlich nicht? Du könntest Land bekommen. Dich behalte ich mal im Auge. Aber die hier haben mich ja nur enttäuscht und sie hassen mich auch. Deswegen gib mir bitte mal deinen Titel. Wird sich irgendwer... Nein. So, mein Kriegsvolk sollte reichen für diesen leichten Kampf, der jetzt kommen wird. So. Das ist natürlich ungünstig. Kann ich ihn hier abfangen? Mit dem Rest meiner Armee. Ich laufe ihn sozusagen entgegen. Dann wird der Krieg doch wieder teurer als erwartet. Ich möchte gerne hier selber... Okay, wir müssen einmal kurz die Befehlshaber. Der Belagerer, also ich, bin natürlich da. Und der Hofnarr, ein guter Kämpfer, ist natürlich dann hier. Ich bin mir nicht sicher, ob sich es lohnt, diese Armee hier in den Krieg rufen. Der König von Wessex, wir nehmen auf jeden Fall an. Werden aber erstmal nicht helfen, denn wir sind selbst beschäftigt hier. So. Ja, du hast bald irgendwann keinen Platz mehr, wo du hinlaufen kannst. Mein Freund. Was ist das? Ach du Scheiße. Wessex verteidigt sich gegen eine Armee von 8000 Mann, die Holland einnehmen wollen. Bitte lasst mich einfach in Ruhe. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir beide kümmern uns jetzt erstmal darum, diese Armee zu jagen. Das ist die falsche Richtung, mein Freund. Geh woanders hin. Mit den 8000 Mann. Nicht zu uns. Dem Krieg hätte ich mal nicht beitreten sollen. Ich brauche hier auf jeden Fall meinen Organisator, um hier wegzukommen. Ihr braucht beide den Organisator, um hier wegzukommen. So. Ein geheimer Tunnel. Ja, sieht nach einem Tunnel aus, den wir nutzen können. So. Eine Tragödie. Wie töten wir sie? Mit Süßigkeiten. Das ist ja nicht das erste Mal. Oh, wir haben geerbt. Wie schade. Damit gehört es das alles auch uns. Er ist jetzt ein direkter Vasall von uns. Und auch Aalborg gehört jetzt uns. Und jetzt möchte ich hier diese Armee mal eben schnell zerschlagen.
Wir haben ihn gefangen genommen. Bist du Geld wert? Du bist Geld wert, aber du bist noch viel besser als Krieger für uns wert. Ich würde dich rekrutieren. Mit einem Druckmittel. Ja, einfach nur so. Hast nichts Böses getan, außer für die falsche Armee zu dienen. Wer bist du? Du hast 43 Gold. Und aus irgendeinem Grund scheint... So, wenn ich die Schlacht führe, sieht es besser aus. Dann mache ich das doch auch. Königin Emma ist schon wieder schwanger. Noch ein Kind, was ich Titel geben muss. Und... Achso, er ist jetzt Ritter bei uns. Oh nein. Mein Bündnis mit Alba ist schon wieder vorbei. Wie ist er gestorben? Wie bist du gestorben? Ah, okay, nee. Müssen wir in die Titelgeschichte gehen. Wie bist du gestorben? Natürlicher Tod mit 57. Schade. Das Bündnis war wichtig. Ich hätte gern, dass ihr jetzt einfach hier Holland einnehmt von Wessex und warum denn? Warum greift ihr dauernd an? Ihr seid doch gar nicht im Krieg mit dem Land. Es geht doch um diese. Ach Gott. Ein Druckmittel gegen Misch ist verfallen. Okay. Hm. Ja, okay, solange ich hier jetzt gerade nicht wirklich was machen kann, würde ich meine Armee eher auflösen, weil ich sie nicht bezahlen muss. Und dieser Krieg hier hätte jetzt ja wirklich nicht sein müssen. Wessex, ich glaube nicht, dass du eine große Chance hast. 3600 mit unseren 3200 Mann. Der hat ja wahrscheinlich nur, er hat keine guten Truppen. Wir dagegen hätten schon bessere Truppen. Wenn ich hier meine Männer aushebe, schaffe ich es wegzulaufen? Ich weiß es nicht. Ich versuch's. Ich lasse es, denn ich habe 3 Monate... Das habe ich vergessen, es dauert 3 Monate, bis die Truppen da sind. Ich habe Geld. Ich könnte... Oh, was ja auch interessant wäre. Kriegerorden, ihr seid bereits angeworben. Natürlich seid ihr bereits angeworben. Die christlichen Ordenskrieger sind immer ausgehoben, deswegen kann man sie leider nie benutzen, um Kriege zu führen. Ihr belagert Leeuwarden, das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ich muss mich langsam um meine Domäne kümmern. Mit langsam meine ich eigentlich jetzt bald. Und dann machen wir es doch auch. Also, ich möchte... Wie viele Kinder habe ich denn? Ich habe... Einen 6-jährigen Sohn und noch einen 12-jährigen Sohn. Er bekommt noch das Herzogtum von Friesland scheinbar. Und du würdest Schleswig bekommen. Das möchte ich aber so nicht. Du sollst nämlich was anderes bekommen. Du wirst jetzt den und den bekommen. Und Finn solltest du eigentlich auch bekommen. Aber Finn ist schon eine Burg. Dann wärst du feudal und könntest nicht mehr feudalisieren. So machen wir das erstmal. Du kriegst später dann noch Odense dazu. Kann ich dir den Herzogtitel geben? Den Herzogstitel von hier? Habe ich den Herzogtitel eigentlich schon gegründet, ist die Frage. Nee, Herzogtum Sierland gibt das nicht. Kostet auch unendlich viel Geld. 250. Da würde ich doch lieber das Herzogtum hier unten rügen. Das sieht ja auch gar nicht mal so gut aus hier. Verlierst gerade gegen einen Bauernaufstand. Gegen einen heftigen Bauernaufstand. Wenn du den Krieg verlierst... Okay. Hm, ich würde dir gerne helfen. Kann ich dir helfen? Kann ich dir anbieten, in deinem Krieg zu helfen? Ich glaube nicht, weil ich der... Nee. Hm. Okay. Ja, also diese Eroberung, die Wessex hier jetzt, oh Gott. Der König von Aquitanien. Ein Krieg gegen ihn und ihn. Ja, 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 ich helfe euch auch in eurem Krieg. Jedenfalls sage ich zu, dass ich helfe, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich euch helfen soll. Aufhalten möchte ich momentan tatsächlich nicht. Ich kann mein Glauben... Ja, möchte ich. Ich möchte das Geld vom Papst haben. Das gucken wir uns gleich an. Was haben wir denn hier noch? Herzog Kaspar, das interessiert mich nicht. Ich wollte schon lange einkerkern, das muss ich auch noch machen.
Vielleicht sollte ich das auch tun. Könnte ja auch gelingen, tatsächlich. Ich glaube, bevor ich das tue, setze ich meine Armee mal vorsichtshalber auf ihr Land. Und hebe mein Kriegsvolk dort schon mal aus. So, Bündnis mit Prinz Stefan. Das sollte ich auf jeden Fall tun. Ich kann den Titel Wilzenland schaffen. Die Kriege interessieren mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Krieg gegen die Tyrannei von König Sigismund. Ja, einfach. Einfach mal in irgendwelche Kriege reinrufen, wo es geht. Da wird er nicht machen, das wird er auch nicht machen. Das macht er auch nicht, denn nicht. Aquitanien. Ich meine, ja, warum nicht? Ich brauche momentan alle Hilfe, die ich kriegen kann. Ich bin auch in deinem Krieg, also kommst du auch in meinen Krieg mit rein. Herzlichen Glückwunsch. Ich halte zu viele Herzogtümer, das weiß ich. Da muss ich mich drum kümmern. So, jetzt aber erstmal hier. Was ist das? Prinzessin Immer. Es kommt aus dem Nichts und erwischt mich voll an der Schläfe. Ich sehe das Geschoss nicht einmal kommen, weshalb von einem Ausweichversuch keine Rede sein kann. Und für einen Augenblick gerate ich ins Straucheln, weil ich nichts mehr sehe. Ein helles, spöttisches Gekicher erklingt hinter mir und ich wirbel herum. Immer steht aus ihrem Versteck auf, den nächsten Schneeball schon in ihrer kleinen, fiesen Hand. Guter Wurf. Oh nein, ihr habt mich erwischt. Ihr glaubt, ihr könnt euch mir in einer Schneeballschlacht stellen. Ich denke, das wird es werden, denn wir sind arrogant. Und sie hat Respekt verloren, aber wir haben sie fertig gemacht, unsere kleine Tochter. So, ein Bündnis mit unserem Sohn, dem wir hier oben das Land gegeben haben. Ich möchte dir auch den Herzog, welche wir haben. Holstein, Friesland, Schleswig. Ja, Friesland möchte ich ja gar nicht mehr halten. So, und Friesland kriegt nämlich jetzt... Was muss ich noch abgeben, damit ihr nicht meckert in der Nachfolge? Hier steht also noch ein Land zu. Nee, zwei Länder. Hier steht auch noch ordentlich Land zu. Ja, wie wär's denn? Ich habe noch eine Idee. Gib mir mal deinen Herzogtitel, bitte. Titel, was? Ich warte noch eine Antwort. Was für eine Antwort erwarte ich denn von ihm? Naja, werden wir rausfinden. So. Sie erklärt mir den Krieg, okay. Das ist ja jetzt ja keine Belagerung, findet statt. So, wobei, wenn ihr fest... So, jetzt könnt ihr nicht mehr wegkommen. Kämpfen wir gegen sie. Und hoffen, dass die Schlacht gut läuft. Mein Sohn Mische wird erwachsen, er wurde nicht umgebracht. Es wurde ja versucht. Und er ist ein brillanter Stratege geworden und Wintersoldat, hervorragend, zornig, arrogant, sprunghaft, ein perfekter Sohn in den Augen meines Charakters und auch in meinen Augen. Sehr, sehr schön. Hält er schon selber Land? Er hält selber schon Land? Nee, hält er nicht. Das sollte er natürlich auch bald tun. Ich denke, ich werde ihm diese Ländereien hier vermutlich geben. So, was war das für eine Verlobung? Sie ist ein Gelehrtenhöfling. Ja, auch sehr gut. Es ist so witzig, wie er mit seinem Narrenkostüm hier. Ja, wieder ein Banner. Eine schöne Ergänzung. Auch den werden wir aufhängen bei uns im Hof. Das Banner. Hier ist noch ein Platz frei. Dann nehmen wir doch... Boah, dann hängen wir hier den Schädel des Hirsches hin. Und... Nee, ach verdammt, da muss ich ein... Ja, dass wir zweimal selbe Banner haben, finde ich auch ein bisschen... Hängen wir hier doch das... Das ist es. Schar von Bries Kriegsbanner. Meisterlich. Auf jeden Fall. So. Und dann belagern wir jetzt hier weiter. Hat sie Verbündete gehabt? Scheinbar schon. Ne, hat sie nicht. Wer sind diese Männer? Wo kommt ihr her? Sie greifen mich an. Von Friesland, die Verbündeten sind das. Okay. Ja, der Krieg, den wir hier haben, der macht natürlich richtig Spaß. Danke, Wessex, dafür. Ärgerlich. Brauchen einen neuen Ratsverwalter und das wäre der Bürgermeisterin von Appenrade.
diese Belagerung dauert noch. Also ich habe noch eine Tochter. Meine Ehefrau scheint auch Probleme zu haben. Riebe wird belagert. Das gefällt mir persönlich jetzt gar nicht. Was kann ich dagegen machen? Ich könnte meine Armee nehmen. Und sie in Appenrade. Nein, nicht die Armee. Den Sammelpunkt. Und hier mein normales Kriegsvolk ausheben. So, und in 5 Tagen mein Sohn. Soll mein Sohn die Schlacht selber führen? Ich denke ja. Mein Sohn soll das erste Mal sich hier beweisen jetzt. Er hat dich schon mal abgefangen. Und jetzt beweist mein Sohn sich das erste Mal in der Schlacht von Vorbass. Ich hoffe, er macht eine gute Arbeit. Es ist eine schwierige Schlacht. Er hat sehr schlechte Truppen, tatsächlich, im Vergleich zu dem, gegen was er kämpft. Aber es reicht. Masse hat gesiegt. Und auch das hier darf mein Sohn nicht zulassen. Dahin soll er mal marschieren. Mein 16-jähriger Sohn mit seiner ersten Schlachtfelderfahrung. Ich bin ein stolzer Vater. Während ich selber die Armee der Belagerung führe. So, jetzt müssen wir nach Stade marschieren. Gut, dass wir so viel Geld angespart haben. Jetzt auch durch das Geld des Papstes und durch die Belagerung und durch die Gefangenenauskäufe. Oder Verkäufe. Auslösen. So, wir haben jemanden wichtigen. Wir haben das einfach... Was haben wir hier? Die Locke von Loingsech. Ist eher ein negatives Artefakt. Wem würde ich das denn gerne geben wollen? Wie wäre es denn dir? Ich schenke dir etwas. Kann ich dir ein Artefakt schicken? Kann ich nicht. Naja, dann überlegen wir uns das noch. Aber dieser Krieg ist jetzt schon mal vorbei. Sehr, sehr gut. Damit ist sie eingekerkert. Und damit verliert sie jetzt auch ihren Titel, den sie schon lange nicht mehr haben sollte. Dann haben wir das auch geklärt, das Problem. So. Und dann würde ich sagen, Sohn und Vater marschieren gemeinsam nach Dokkum. Und... Ich kann Verbündete rufen. Aquitanien? Nope, kann ich doch nicht. Dann keine Verbündeten rufen. Ich muss meine Kontrolle erhöhen. In vielen Regionen. Dithmarschen zum Beispiel. Das ist furchtbar. 5 Kontrolle. Wir machen hier gar nichts an Geld, dadurch, dass die Kontrolle so niedrig ist. Aber wir sind halt auch... wir sind scheinbar gerade auf 100 Schrecken gekommen. Auch das ist sehr interessant. Wir führen mit harter Hand. Und mein Sohn ist noch kurz in der Schlacht da oben unterwegs. So, und Wessex gewinnt diesen Krieg momentan. Moment. Der König von Aquitanien ist gefangen genommen worden. Damit ist der Krieg jetzt gleich vorbei. So sei es. Das Bündnis ist auch gescheitert. Denn er ist nicht mehr König von Aquitanien, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist er nicht. Theobald ist nun König von Aquitanien. Damit ist unsere lange Kette an Verbündeten... Häuptling Waller... Ja, okay. Da kann ich nichts tun gerade. Der Krieg kostet uns Unsummen an Geld. Boah, die Kriege. So. Armeen zusammenfassen und ich führe diese Belagerung. Denn hier geht es jetzt wirklich um Geschwindigkeit. Wir müssen hier fertig werden, bevor die Armee in 7 Tagen in... Ach, ich kann nicht sagen, wann sie bei uns sind. Belagerer stationieren. Und diese Armee albieren. Und ich schicke Olbert Groth in eine Aktion, die uns den Sieg bringen kann in diesem wichtigen Krieg, den wir führen. Er soll die Vorhut bilden. Und die Dänen aufhalten, solange es geht. Das ist seine Mission. 46 Tage. Ob er es schafft, müssen wir dann sehen. Aber nur so können wir diesen Krieg, glaube ich, gewinnen. Das ist ein Selbstmordkommando.
So. Ich habe noch 12 Tage. Ihr braucht noch... Ihr braucht mehr als 4 Tage, um hier und dann dahin. Ich glaube, dass das hier den Sieg gegen Friesland bringt. So, damit ist der Krieg vorbei. Wir müssen hier auf jeden Fall einen anderen Befehlshaber haben. Wie wäre es denn mit dem Bürgermeister von Varde? Nicht mein Sohn. Jetzt will ich hier schnell den Frieden haben. Forderung erzwingen bitte, vielen Dank. Jetzt kann ich auch das Land von ihm nehmen. Titel aberkennen. So, jetzt würde ich ganz gerne aus diesem Krieg austreten von Wessex, aber das kann ich leider nicht. Kann ich hier einen neuen Ratsspitzel einmal zuweisen? Das soll doch bitte er werden. So, wir werden gleich nochmal heftig verlieren. Und ja, so viel zu, um uns um die inneren Sachen zu kümmern. Die Zeit ist schon wieder abgelaufen für diese Episode. Aber ich will jetzt noch diese Schlacht hier sehen, zumindest. Ich kann nicht wirklich viel machen, außer darauf warten. Was ist das schon wieder für ein Krieg? Wessex wird jetzt auch noch angegriffen von jemand anders. Ich nehme an. Aber es sieht nicht gut aus für Wessex, wenn ich ehrlich bin. So, ich würde hier gerne fliehen, wenn es noch irgendwie geht. Wir sind noch in der frühen Schlachtphase. Hoffentlich kommen wir in die nächste Schlacht. Ja. Es wird also noch wir werden noch entkommen können. Zumindest ein paar Männer. Wir haben viele Männer verloren. Gefangen genommener Kommandant. Okay. Da müssen wir mit leben. Hier wird schon wieder Hamburg geplündert. Wir haben nicht genug Mann, um dagegen was zu machen. Nee, habe ich nicht. Kann ich nichts gegen tun momentan. Gefällt mir gar nicht, dass wir hier geplündert werden wieder mal. Aber jetzt muss ich mich mal darauf konzentrieren, wo wir jetzt... So, vor Bass ist momentan nicht wirklich stark. Edeby ist gut. Riebe möchte ich auch weitermachen. Also ich möchte ja gerne die Ländereien in Schleswig und in Holstein. Also in dem Herzogtum Schleswig und das Herzogtum Holstein. Das sind diese beiden hier. Die möchte ich gerne erhalten. Also Friesland kommt tatsächlich weg. So. Natürlich gebe ich jetzt Friesland nicht an meine Söhne momentan. Aber du kriegst jetzt auch dieses Land hier. Denn das gehört in dieses Herzogtum mit rein. Und damit möchte ich jetzt auch dieses Herzogtum schaffen. Ja, möchte ich. Und auch das sollst du bekommen. Das Herzogtum Wilsenland. Herzlichen Glückwunsch. Du bist nun ein Herzog. Ich habe einen Vorzug verfügbar. Vielleicht sollte ich doch den heimischen Herd nehmen. Nee, ich nehme strenge Organisation. Passt auch gut zu unserem Charakter, finde ich. Und es wird dabei helfen, die Kontrolle hier hochzubringen. Ist unser Ratsmensch... Er ist eigentlich ganz gut. Naja, der Ratsmarschall. Die Zeit ist schon lange abgelaufen, ich weiß. Ich wollte jetzt nur ein bisschen noch das Reich, zumindest wie ich letzte Episode schon besprochen habe. Ja, und da... verteilen, sozusagen. Denke... Du willst jetzt auch noch vor Bass und Riebe haben. Das finde ich ja gar nicht in Ordnung. Du solltest was ganz anderes bekommen. Warum ist da so ein Ausrufezeichen neben? So, ich möchte... Ja, ich möchte Aarhus von dir haben. Ich weiß, dass ich ihren Kindern... Achso, was ich auch noch machen könnte, ist durchbrennen. Nee, das nicht. Kann ich sie nochmal irgendwie... Nee, wir sind ja schon verliebt. So, ich muss noch mehr lernen. Sie wird halt nur eine Gräfin und kein Herzog mehr.
Aber auch das ist ja doch gut für die Familie Omre. Gomre? Omre. Gucken wir uns dann nochmal an. Ich möchte dir noch mehr Titel aberkennen. Möchte dir auch Viborg aberkennen. Ja, danke. So, und ich möchte dir natürlich... Ein Tyrann? Naja, dann bin ich ein Tyrann. Ich meine, so werde ich ja eh schon gesehen. Ich habe 100 Schrecken oder 99 Schrecken. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihm nicht das letzte Land wegnehmen. Urli? Da muss ich ihn jetzt ja töten. Hinrichten. Öffentlich hinrichten, bitte. Gurli, wie sieht's denn aus? Eine neue Heirat, matrilineär. Du wirst heiraten mit meinem Ritter. Das passt doch auch. Sie ist die Tochter meines stärksten Ritters, oder des stärksten Ritters meines Vaters, und sie wird mit meinem starken Ritter verheiratet. Der auch noch ein Hofner ist, weil er echt guten Job als Hofner macht. Ich fand's witzig, wie er die Klamotten versteckt hat. Also nehmen wir Gurli und ihn, matrilineär. Vorschlag abschicken. Nein, 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 machen wir nicht. Weil dann verliere ich ihn als Ritter. Vollbert dann? Vollbert wird's wert. Ein anderer guter Ritter von uns. Und dann gebe ich dir Ring Köbing. Du sollst Ring Köbing halten. Oder warum denn nur Ring Köbing? Du könntest ja auch eigentlich... den Norden halten. Nein, das hat beim letzten Mal schon furchtbar funktioniert. Du sollst bitte halten... Nee, du hältst... ich weiß es. Du kriegst... nicht Ringköbing, du kriegst Aalborg. Und die anderen drei kriegt dann mein Sohn. Plus das Herzogtum. So machen wir das. Herzlichen Glückwunsch. Sie ist wieder Gräfin. Und... ein Rivale für immer. Tut mir leid, dass die Episode etwas länger dauert. Mein Hofhenker und Ritter. Dank sei dem höchsten Mächten, dass Kaspar tot ist. Und noch dazu auf meinen Befehl hingerichtet wurde. Ich muss zugeben, dass ich sein klägliches Gejammer in meinem Kerker vermissen werde. Vielleicht sollte ich einen Teil von ihm aufbewahren, damit ich etwas habe, dem ich Beleidigungen gegenschleudern kann, wenn ich auf dem Thron sitze. Es ist ja nicht so, dass Ferran etwas Wichtiges zu tun hätte. Ferran kocht den Schädel von Kaspar ab und säubert ihn für mich. Das passt zu uns. Ich finde schon. Ich finde, das passt zu uns. Jetzt können wir den Kopf unseres ehemaligen Herzogs im Hof ausstellen. Ein Kind meiner Dynastie. Oh! Aurengarde Karling? Warte, nee, doch nicht. Von meinem Sohn. Ah ja. Ach, immer. Ja, nee, immer finde ich doof. Maike ist ein schöner Name. Maike. Mögest du stark und weise werden, Maike. So, aber jetzt sind wir noch nicht fertig mit dem Titel vergeben. Das mache ich jetzt in dieser Episode noch. Ich habe hier Töchter, die sind ja zum Glück nicht in der Erbe berücksichtigt. So, und du hast schon zwei... Du kriegst noch mehr. Prinz Stefan. Prinz Stefan kriegt jetzt nämlich noch Aarhus, Viborg, Ringköbing und den Herzogstitel. Ja. Ich weiß, es macht spieltechnisch nicht so viel Sinn, seine Erben so groß und stark zu machen, weil dann im nächsten Erbfolgefall es wieder Probleme gibt. Aber aus Sicht eines Vaters macht es eben Sinn. Aus Sicht eines Vaters macht es Sinn. Und deswegen tun wir das. So, jetzt haben wir wieder kein Radspitzel. Graf Bernhard wäre es ganz sicher nicht, denn er hasst uns und er würde es auch nicht mögen, wenn das wird. Also wird sie Bürgermeisterin von Appenrade wieder. Nein, die Bürgermeisterin von Appenrade ist unser Verwalter. Dann wird es von Itzehoe der Bürgermeister. Der hasst uns zwar auch. Aber warum nicht? Der soll ich ein bisschen beeinflussen. Und Hof halten möchte ich momentan nicht. Denn das kostet Geld und Prestige. Die niedrige Haltbarkeit. Die friesische Glücksmünze. Ja, die möchte ich eigentlich reparieren. Ja, repariert bitte. So. Immer noch zu viele Herzogtümer. Friesland, ja klar, Friesland halte ich ja auch noch. Wer möchte denn jetzt noch Titel haben? Was muss ich denn für meinen Nachfolger jetzt so? Immer noch. Du hältst jetzt schon das Herzogtum.
Ja. Eigentlich möchte ich meinen besten Ritter. Ich habe eine Idee. Ich bin ja auch ein Unmensch. Er hat sehr gute Dienste geleistet. Er ist zwar auch mein Hofnarr, aber erstmal werden wir ihm eine Ehefrau suchen. Eine Kriegsführungsehefrau, denn das passt gut zu ihr. Ein tapferer Faul? Naja. Arrogant, gesellig, mitfühlend. Das passt zu meinem Charakter. Ich würde sagen, sie ist zwei. Du musst ja auch noch eine finden, die noch Kinder kriegen könnte, vielleicht. Oder eben nicht mehr Kinder kriegen kann. Nehmen wir hier eine 37-Jährige. Ja, die ist doch perfekt. Die ist perfekt geeignet. Die verheiraten wir. Und dann kriegt er das, was er sich erarbeitet hat als unser Marschall und Ritter. Diese Ländereien, auch wenn sie momentan eher weniger, ja, ich sag mal, schön sind, da der Krieg von Wessex diese Provinz momentan sehr vernichtend beeinflusst, soll er sie trotzdem kriegen. Plus natürlich den Herzogstitel. Und dann haben wir, er ist nicht mehr unser Hofnarr, einiges erledigt in dieser Episode, muss ich sagen. Wir haben nicht geschafft, was ich schaffen wollte, nämlich die Mischkultur zu schaffen. Dann müssen wir es in der nächsten Episode machen, sonst wird diese Episode wirklich viel zu lang. Aber ja, dann kommt es in der nächsten Episode zur Mischkultur. Das machen wir dann gleich zum Anfang, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass dieser Krieg ja demnächst auch vorbei ist. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Episode wieder ein und sage bis dahin, euer Mische.